Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. Ich habe hier gerade Eichherz besiegt, heißt er. Den Obermotz der bösen Bäume. In Muhong, im Dorf der Trauer. War jetzt nicht besonders schwer, muss ich sagen. Auch nur eine kleine Nebenquest war das, mehr nicht. Was ist eigentlich die Hauptquest im Moment? Weiß ich gar nicht. Ich gucke gleich mal. Eichherz rein. Ich teile. Aber nicht ganz rein. Ich brauche. So. Dann müssen wir hier noch verfluchte Ronins. Oh. Besiegen ist keiner online. Okay. Zombies muss ich auch noch besiegen. Und Todessoldaten muss ich auch noch besiegen. Und das hier sind so pillepalle Sachen. Okay. Wo sind denn die Todessoldaten? Lass mal gucken. Ich muss ja im Moment echt nur ein Monster platt machen. Das ist jetzt nicht so viel. Die muss ich doch bestimmt auch noch irgendwann vernichten. Ah. Na komm. Mist. Dann gucken wir jetzt erstmal nach den Todessoldaten, wovon ich wahrscheinlich auch wieder 8 kaputt machen muss, bis irgendwer das fallen lässt, was ich da sammeln muss. Nervig ist das. Sowas ist so nervig. Hui. Hui. Lo. Hallo, verfluchter Ronin. So, Todessoldaten. Oh, guck mal, wie... Ach du liebe Güte. Hier ist eine richtige Todessoldatenversammlung. Schön. Alles klar, oh, alles klar, alles klar. Und wir arbeiten wieder mal nach Schema F. Warum nicht, ne? Klar, zum Zugucken ist es jetzt nicht so spannend, aber was soll ich hier irgendwelche seltsamen Zauber jetzt noch machen? Trainingspunkte womöglich noch ausgeben für andere Schulen, Zauber und was weiß ich. Und dann schneide ich mir damit nur ins eigene Fleisch, wenn ich später nicht weiterkomme. Denn, ich habe jetzt schon von vielen gehört, es wird definitiv noch deutlich schwerer später. Also werde ich mich jetzt hier nicht verbiegen und mich, damit es ein bisschen interessanter ist von anderen, wie heißt es, Zaubern her. Belassen wir es dabei. Bum, 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 bum. Seltsam, dass meine Stimme immer noch so rauchig klingt, ne? So beschlagen, so. So. Das kann auch einmal weg. Aha, endlich. Komm, leg los. Lass uns das hier beenden. Wäre natürlich wunderschön, wenn ich direkt das finden würde, was ich suche. Huch, weg sind sie. Natürlich nicht, war doch klar. Warum wird es einem so lästig gemacht in dem Spiel? Das verstehe ich nicht, ne? Weißt du, wenn man sich... Ich habe es auch schon tausendmal erwähnt. Wenn man sich durch das Bekämpfen der ganzen Gegner wenigstens noch cooler aufleveln könnte, ne? Das
Das wäre ja schon eine coole Sache. Okay, jetzt muss ich schon wieder gegen Gegner kämpfen. Aber ich kann mich dadurch noch besser aufleveln als nur durch die Quests. So wie es bei den eigentlich fast allen Rollenspielen ist. Wo man sich durch die Straßenkämpfe sozusagen auflevelt. Ja, aber das ist hierbei nicht so. Das finde ich ein bisschen schade. Nein, mir geht's nicht schlecht. Ich muss nur die ganze Zeit Bäuerchen machen. Weiß gar nicht wovon. Was habe ich gegessen? Keine Ahnung. Nichts, wovon es kommen könnte. Naja, ist manchmal so. So, 200 plus 35. Jetzt brauche ich nur noch... Ja, sehr gut. Dann Ende Gelände. Kevin, hol das. Ich habe schon wieder vergessen, was ich besorgen sollte. Ne? Ich habe auch wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb. Und ja, tada, sehr schön. Immerhin, immerhin. Aber das jetzt schnell erledigt. Zwei Kämpfe und gut ist. So mag ich's. Guck, da kommen wir auch wieder an den verfluchten Ronins vorbei. Ihr Mistkerl. Was seid ihr eigentlich? Mythos, okay. Hui. Okay, mein Kleiner. Du hast die Nachricht gefunden. Ich dachte, ich hätte sie für immer verloren. Danke. Damit ich meine Pflicht erfüllen kann, muss diese Nachricht den Jademeister erreichen. Und das ist das Spiel wieder abgestürzt. Kurzer, seltsamer Schnitt. Damit ich meine Pflicht erfüllen kann, so, muss diese Nachricht den Jademeister erreichen. Ich würde nicht fragen, wenn ich es selbst erledigen könnte. Wirst du diese Nachricht dem Jademeister beim Jadepalast überbringen? Dann kann ich mit gutem Gewissen ausruhen, denn meine Pflicht ist erfüllt. Auf zum Jadepalast. Jade. Ich bin heute wieder sehr gesprächig, ne? Mann, was bin ich gesprächig. Aber auch das muss man manchmal zulassen. Man kann nicht immer nur labern bei den Let's Plays. Es muss auch mal Ruhephasen geben, wo man einfach denkt, schön, dass der Chaos jetzt mal die Klappe hält. Bis heute nicht so nach zugelabert werden und jetzt mal einfach so ein bisschen nur das Spiel sich angucken. Na, hoch. Nee, Moment. Nur einfach Dingsen hier und dem Kreis zuhören und gut ist. Ach du Schande. Machen wir es doch so. Oh. So, und da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz unterbrechen. Ja, diese kurze Folge ist jetzt noch... diese Folge ist jetzt noch 6 Minuten lang. Muss wieder was leiser sein. Ja, ist oft so, ne? Aber dadurch, dass ich bei der letzten großen Aufnahme plötzlich reiern musste... ja, bin ich ziemlich im Verzug mit dem Folgen und muss ein bisschen improvisieren. Was ist das? Der Jademeister liest die Nachricht und ein überraschter Ausdruck huscht über sein Gesicht. Diese Nachricht verrät so einiges über Oni ohne Tods Pläne. Damit müssten wir das Gebiet um den Tempel befreien können. Noch als Geist ist Yunoma so wach, dich hierher zu schicken. Sein Verstand ist wahrlich klar. Sag ihm, dass wir ihn in Ehren halten, Zauberer. Say my name. So, Heisenberg. Nein, Kupferknospe. Okay, damit gehörte das wohl zur Hauptquest. Ne? Haben wir jetzt auch kapiert. Nehmen wir noch ein blaues Bonbon mit.
bin ich froh, wenn wir hier weg sind, oder? Bin ich wieder so ein bisschen gehemmt, ne? Ich hasse das. Nun gut, es ist wie es ist, es lässt sich nicht ändern. Und hier wachsen überall Pilze. Toll. Ja, aber es ist ja wohl so, dass nach dieser, Wo sind wir jetzt hier? Lass mal gucken. Im Yoshihito-Tempel. Dass hiernach dann Ende ist, oder? Moment. Yale-Palast, da war ich. Ne, Gräber der Ahnen, da war ich. Yale-Palast, von da kam ich. Im Dorf der Trauer bin ich gerade zugange. Und, ach, guck mal, Baum des Lebens, da ist die Brücke kaputt. Ah. Dann ist das aber hoch... Ja, höchstwahrscheinlich dann die allerletzte... Aha, der allerletzte Abschnitt. Yeah. So, und ich werde, bevor ich nach Wintergrim gehe oder sonst was mache, Muhong fertig machen. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Jetzt ziehen wir es auch noch bis zum Ende durch. Oder? Ich halte das für eine gute Idee. Okay, Junuama oder Junuomo, da war schon wieder so ein Blitzen. Alles seltsam hier am Computer. Oh, und was ich wieder für einen Weg hinter mich bringen muss, ne? Theoretisch könnte ich auch mal gerade... Nein, ich kämpfe jetzt nicht gegen verfluchte Ronins. Ich gehe jetzt erstmal zu dem Typen und spreche mit dem. Denn ich möchte ja meine Erfahrungspunkte. Obwohl ich die auch so oder so bekäme. Später. Früher oder später. Da, guck. Ja, da ist ja unser Büchschlein wieder. Er sagt, man würde sich in allen Ehren an mich erinnern? Danke, geschätzter Zauberer. Ich werde jetzt über mein Zuhause wachen und meinen Frieden haben. Prima. Damit wäre das Kapitel auch erledigt. Und ja, jetzt ist die Folge fast zu Ende. Dann fangen wir doch jetzt schon mal an, wenigstens noch zwei verfluchte Ronins zu besiegen. Wo sind sie denn jetzt hin? Von mir aus auch ein. Ne, komm, wenn schon, denn schon. So. Nun gut. Ja. Würde sagen, selbst Prozedere wie sonst auch, ne? Nichts Besonderes. Sehen nur anders aus, die Gegner. Naja, vielleicht freue ich mich auch zu früh. Dum-di-di-dum. So, und jetzt ein Feuerball hinterher und dann wäre das eigentlich auch schon erledigt, das Thema. Ein Schwung. Ich brumme heute wie so ein alter Bär. Sollen wir es wagen? Na komm, wir probieren es. Mal gucken, ob es klappt. Ja, wundervoll. Das ist ja wie aus dem Lehrbuch.
Gut. Dafür gibt es sogar einen netten Einrichtungsgegenstand. Und damit, liebe Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann ein bisschen extrovertierter wieder. Bis dann. Ciao.